Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft City. Ja, in der letzten Folge, die allererste, erstmal uns unser neues Dorf angeguckt, welches wir versuchen zu einer Großstadt umzubauen. Haben ein bisschen auch noch die Landschaft erkundet. Also Kupfer müssten wir jede Menge haben, an Roheisen mangelt's. Ich hätte die Holzkohle, glaube ich, vorher rausschmeißen sollen. Dann wären wir da schon, glaube ich, ein bisschen weiter. Aber egal. Sei es drum, kann mal passieren. Dann platzieren wir mal eben auch ein paar Kakteen. Dass wir die auch, ja, ich hoffe, wir stellen die auch mal vernünftig hin. Dass wir die dann auch einfach mal ein bisschen vermehren. Da können die auch in aller Ruhe wachsen. Dann, die Kartoffel würde ich mal eben gucken, ob ich die irgendwo angepflanzt kriege. Ich bin schon ein, wollte ja noch ein bisschen Dschungelholz holen, wenn ich hier unten gerade die Kakaobohnen so sehe. Ab und zu brauche ich irgendein Feld. Dumm. Wo ist das? Gibt's hier ernsthaft so wenig Felder im Dorf? Und das Feld, das geht dann weg. Dann kommen da Kartoffeln rein. So. Kartoffeln sind zumindest angepflanzt, also die stehen uns mir schon mal sicher. Wo bist du denn? Achso, du bist Förster. Ja, dann bräuchte ich mal ein bisschen Holz auch. Das würde vielleicht auch die ersten Truhen uns eben machen. In unserem kleinen Haus ist hier auch ein bisschen mein Inventar auf Vordermann halte. Irgendwann können wir mal ein großes Lagerhaus bauen, aber das dauert. Das wird noch so seine Zeit brauchen. Von daher machen wir das einfach erstmal so. Alles, was wir an sich nicht brauchen, kommt hier rein. Dumm. Ach, Kakaobohnen. So, im Metall ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen aufgeräumter. Fünf Fackeln. Die Fackeln könnte ich nochmal behalten. Ach, da sind sie. Ich hab gedacht, ich hätte die rausgeworfen. So, dann gucken wir nochmal. Nach vielleicht geeigneten Höhlen. Gut, einfachster Weg. Wir bauen das einfach irgendwo runter. Ich glaube, das ist auch generell das Einfachste und der Dorfbewohner hat sich verlaufen. Dem helfen wir mal lieber. Schließlich soll er auch nochmal irgendwann heil nach Hause kommen. Er ist schließlich ein wichtiger Bewohner. Das ist Kies. Das ist Diorit. Okay. Dann hauen wir mal nach unten hin ab. Da haben wir noch mehr Kupfer. Und hier ist eine Schlucht. Na komm, und? Ich glaube, eine Axt ist wesentlich besser als ein Steinschwert. Oh.
Ich glaube, das Schwert kann ja jedem Dorfbewohner geben. Ich glaube, da kannst du vielleicht ein bisschen eher brauchen als ich. Weiter. Was ist das hier? Tuffstein. Ach, ein Dorfbewohner-Zombie. Ja, tut mir leid, aber... Das muss leider sein. Das ist Schlacke. Nehme ich mal mit. Kann man vielleicht gebrauchen. Also mal ein bisschen. Nee. Wie viel Kupfer das ist. Also ich glaube, Kupfermangel dürfen wir nicht haben. Aber ich frage mich auch, was macht man eigentlich alles aus Kupfer, bitte? Wenn das so häufig vorkommt, muss man schon einen großen Verbrauch haben. Damit das irgendwo in Relation steht. So. Das ist, glaube ich, ein Block runter. Anne sieht. Das ist perfekt. Das brauchen wir nämlich. Das müssen wir auf alle Fälle haben. Darauf bauen nämlich jede Menge Produktionen auf. Aus der Crate Mod. Und dieses Material geht gar nichts. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Eisenquellen wesentlich kleiner sind als früher. Ich habe natürlich kein Holz mit dabei. Ja, dann machen wir es, glaube ich, mal eben vom Acker. Wir haben ja mehr oder weniger das, was wir ja wollten. Ja, komm, brauche ich mal mit Granit hoch. Ein bisschen Diorit. Also jetzt gucken, wie kommen wir am besten wieder raus. Ich habe irgendwas Gefühl, dass das der Dorfbewohner war, der hier stand. Den wir da umgebracht haben. Okay, ich brauche Holzstämme. Brauchen nämlich wieder ein bisschen Kohle. Sticks. Ich habe nur das Holz und die Holzstämme.
du da noch ein paar mit? Ach, mein. Also scharf brauche ich eigentlich ja nicht unbedingt auf Setzlinge zu sein. Sind ja eigentlich auch sowieso nicht so das Relevante, nenne ich es mal. Okay, damit haben wir einiges an Treppen jetzt auch. Einfach nur für die Dorfgestaltung. Dass das ja auch einigermaßen aussieht. Dann habe ich einfach hier vorne noch ein paar Treppen hinbauen. Das füllen wir mit Erde auf. So, so, so. Ja, da brauchen wir halt ein bisschen Erde. Und dann dürfte das eigentlich passen? Für jede Menge Holzkohle. Und Andesit-Legierung. Jetzt brauchen wir ganz viele Dinge. Und zwar ist jetzt die Frage, was stellen wir als erstes her? Mechanische Säge. Okay, Eisenblech, Eisenbarren, Andesit-Rahmen. Ja. Ist vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten, glaube ich. Weil dafür bräuchten wir eine Presse. Aber Andesitrahmen ist so ein Grundprodukt. Sieht mir so danach aus. Natürlich habe ich keine Holzstämme. So, da kommt da, das kommt da. Und dann haben wir mal ein paar Rahmen. So, die Presse. Eisenblock, da brauchen wir noch richtig Eisen. Und eine ganze Reihe Knöpfe. Hätte nicht erwartet, dass Knöpfe eine Bedeutung jemals in Minecraft noch kriegen. Aber gut. Dafür haben wir jetzt jede Menge kleine Zahnräder. Im Prinzip brauchen wir nur noch einen Eisenblock. Und dann hätten wir die Presse. Okay. Vielleicht noch ein paar Setzlinge. Mein Interesse ist jetzt halber. Also wenigstens ein Apfel. Ich glaube, da gibt es nicht so neulich was Interessantes. Ja gut, okay. Dann gehen wir halt eben da leer aus. Aber sei es drum. Dann machen wir mal
eben uns ein paar, ich glaube, Bruchstein. Ja, ich habe hier was. Und auch ohnehin schon fertige Sticks. So, so, so. Das nehme ich mal mit. Das würde ich lieber erstmal hier lassen. Jetzt geht's. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Und dann gucken wir mal nach, was wir so Schönes finden hier unten. Wo war das? Da gucke ich wieder mal eben kurz nach. Das ist ein anderes Loch, aber ich kann hier trotzdem mal reingucken. Gibt es bestimmt auch interessante Dinge. Ich muss wirklich mal gucken, was man alles mit Kupfer macht, weil... Sei mal ehrlich. Kann bestimmt... Ja, man kann bestimmt sagen, einige Stacks zusammen. Dann könnte Lava sein. Wird nämlich komisch hell. Oder ist ein großes verzweigtes Tunnelnetz. Oder es sah nur so merkwürdig aus. Da ist so ein komisches Erz. Das erkenne ich nicht. Och rum. Oh, Eisen. Aber Eisenvorkommen sind wirklich klein, muss ich sagen. Also, das hatte ich ehrlich gesagt schon mal größer in Erinnerung. Und zwar wesentlich größer. Aber gut, es gibt ja Maßnahmen, wo man, wie drücke ich es am besten aus, das einfach aus Bruchstein herstellen kann. Stimmt, eigentlich müssten wir das zuerst produzieren. Aber sieht nach einer großen Eisenquelle jetzt wenigstens aus. Merkwürdige Erz. Und hier ist Ende im Gelände. Bisschen Kupfer. Scheint schon wieder an der Sieg zu sein. Einfach mal etwas mitnehmen. Man kennt es ja. Das werden wir mit Sicherheit noch einige Male gebrauchen können. So, damit haben wir auch schon wieder zwei Stacks Kupfererz. Also ich glaube, zum Leveln ist das Zeug ganz gut. Denke ich mal.
Oder kann man da irgendwie... Ne, ich glaube nicht, dass man daraus irgendwie Spitzhacken machen kann. Gut, man kann hier irgendwie Ventile draus machen, aber... Sonst muss ich da jetzt ehrlich gesagt nicht, was man mit dem Zeug machen kann. Zum Glück habe ich etwas Kohle mitgenommen. Für ein Skelett. Okay, und? Na dann, na dann, na dann. Aber jetzt glaube ich, kommt das Eisen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht das hier tief runter? Will ich mich ehrlich gesagt nicht mit anlegen. Zumindest nicht nach derzeitigem Stand. Also eigentlich können wir Kupfer auch genauso liegen lassen, ehrlich gesagt. Ab Kohle können wir gut gebrauchen. Lapis Lazuli. Da ist das Skelett. Müssen wir irgendwo. Ja, warte, hier sind wir, glaube ich, falsch. Ich glaube, von hier sind wir gerade erst gekommen. Ja, da ist das große Loch. Rechts waren wir nicht. Kamen wir von hier unten. Jetzt irgendwie den Weg nach draußen wiederfinden. Hier lang. Auf jeden Fall ist da jede Menge Eisen da unten. Skelett. Okay.
ziehen wir mal ein ganzes Stück. Kamen wir von hier oben. So, ich glaube, hier ging es lang. Ja, wunderbar, wir sind da rausgekommen. Dann legen wir uns, glaube ich, mal eben schlafen. Ich schmeiß vielleicht das Eisen eben in den Ofen. So, Eisen in den Ofen. Da haben wir jetzt endlich mal was. So, und jetzt heißt es eigentlich nur noch warten, bis das mal fertig ist. Säge. Zwei Eisen. Ja, wunderbar. Dann nehme ich mal das mit. So, so, zack, zack. Zack. Hätten wir das schon mal. Ich glaube, hier wofür bräuchten wir höchstens irgendeinen Block. So. Zack, zack. Ja, wobei ich glaube, einen muss ich noch hoch. Es geht. Ich glaube, eine Kupplung war es. Muss jetzt wirklich überlegen, was die zu Energieproduktion. Jetzt muss ich mich auch überlegen. Was war das Ding eigentlich? Hat Ding zum Strom erzeugen. Das ist jetzt eine große Frage, weil... Aber ich meine, das wäre hier die Kupplung gewesen. Doch, dann müsste die Kupplung gewesen sein, ansonsten haben wir jetzt gleich irgendwo was unnötig rausgeworfen. Bei Redstone, da müssten wir wirklich wesentlich tiefer gehen. So. Und dann bräuchten wir noch ein bisschen Holz eigentlich. Zweite Truhe. Könnte ich die da unten öffnen dann? Ja. Ich schmeiß mir dann noch mehr Plunder rein. Also eigentlich muss ich direkt anfangen, das Ganze zu sortieren. Eigentlich. Wie stellt man eigentlich die Welle her? Wellen. Zwei an die...
Einfach mal, damit ich ein paar habe. Und Riemen. Seetagen. Ich glaube, irgendwo hätte ich, glaube ich, habe ich schon mal einen Ozean gesehen. Einfach nur schon mal als Ansatz. Dass wir vielleicht das Ganze bald irgendwann mal nach oben transportieren. Irgendwie. Aber wir brauchen auf alle Fälle Redstone. Das heißt, wir müssten entweder tiefer in die Höhle. Oder wir machen es anders. Wir bauen es einfach runter. Das wäre prinzipiell auch eine Maßnahme. Oder andere Alternative. Das nehmen wir auch ein. Wasserrad. Das wäre machbar. Das könnten wir bringen. Gut. Also wenn wir es einfach machen wollen, platzieren wir hier irgendwo eine Wasserquelle, also einen kleinen Teich oder so, und bauen dann das Wasserkraftwerk. Oder wir machen es etwas realistischer, dass wir sagen, ich glaube irgendwie in dieser Ozean, dann klappen wir uns was von hier hinten. So, das heißt, dass wir irgendwo hier immer an die Seite sozusagen das Ganze bauen müssen. Sind das Puffis? Ja, was sind irgendwelche anderen? Irgendwelche anderen? Ich meine, das ist glaube ich Seetang, oder? Nimm einfach mal ein bisschen was mit. Oh, scheiße. Oh, Mini. Schöne ist, dass das Zeug jetzt langsam nach oben immer wieder kommt. Dann hätten wir damit auch jede Menge Seetang für die Zukunft. Ist natürlich eine Frage, wie lange das Ganze hält. Aber ich würde dann auch sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.